Hallo ihr Lieben, auch heute habe ich nochmal eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um Maybe This Time von Jennifer Snow gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer als allererstes vorweg, ich habe Maybe This Time netterweise wieder vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Buch bekommen habe. Und ja, worum es in Maybe This Time geht, das verrate ich euch jetzt. In Maybe This Time geht es um Abigail und Abigail hat gerade quasi ihre Ehe hinter sich. Sie ist gerade noch mitten in der Scheidung und sie hat einfach die Schnauze voll. Und sie hat vorher in L.A. gelebt und konnte dort aber nicht mehr bleiben und ist jetzt zurückgekehrt in ihre Heimat Glenwood Falls. Und Glenwood Falls ist ein kleines Städtchen, so mit 5000 Einwohnern ungefähr. Und Abigail ist in ihre Heimat zurückgekehrt, um dort einen Neuanfang zu starten, was für sie und ihre 9-jährige Tochter gar nicht so einfach ist. Denn Abigail hat bisher quasi ein sehr, sehr luxuriöses Leben gelebt, denn ihr Ex-Mann Dean ist Profi-Eishockeyspieler und hat dementsprechend gutes Geld verdient und sie musste halt auch nie arbeiten gehen und hat sich halt immer nur um die Tochter gekümmert. Und ja, das schöne Leben ist jetzt vorbei und Abigail versucht jetzt halt erstmal irgendwie mit sich, dieser neuen Situation und dem neuen Leben zurechtzukommen. Und eines Tages ist es so, dass Abigail eine Chance bekommt, in der Grundschule in Glenwood Falls als Aushilfslehrerin erstmal anzufangen und wenn sie sich dann dort bewährt, dann bekommt sie eine Festanstellung und Abigail sieht darin ihre Chance, endlich Fuß zu fassen und einen Job zu ergattern, denn die Jobs sind in Glenwood Falls echt Mangelware und so sagt Abigail natürlich sofort zu, als sie die Möglichkeit hat, diese Stelle anzutreten. Was Abigail zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass Jackson Westmore, der beste Freund ihres Ex-Mannes, ebenfalls an der Schule arbeitet und ja, Jackson und Abigail verbindet eine gemeinsame Vergangenheit und die ist nicht cool, denn Jackson war immer sehr, sehr unhöflich und unfreundlich zu Abigail und sie hat halt immer das Gefühl, dass er sie hasst und sie weiß absolut nicht warum, sie weiß nicht, was sie ihm jemals getan hat. Abigail hatte immer die Vermutung, dass Jackson sich ausgeschlossen gefühlt hat. Dadurch, dass sie dann mit Dean zusammen war, hatte Dean natürlich weniger Zeit für ihn und ja, sie hat halt immer so das Gefühl gehabt, dass Jackson sich einfach ausgeschlossen gefühlt hat. Hat halt früher zu Schulzeiten immer versucht, ihn mit einzubinden und das hat er aber nie so richtig zugelassen, sondern war halt immer sehr, sehr unhöflich und unfreundlich gegenüber ihr und hat halt auch vehement alles abgelehnt, wenn sie ihm da irgendwie entgegenkommen wollte. Und ja, die beiden treffen jetzt nun wieder aufeinander und Abigail merkt sofort, dass diese Unstimmigkeiten von früher immer noch da sind und Jackson sie anscheinend immer noch nicht leiden kann. Und ja, Abigail versucht deswegen so wenig Kontakt wie möglich zu Jackson zu haben. Aber als ihre kleine Tochter ihr erzählt, dass sie in die Eishockeymannschaft möchte, in der Jackson der Trainer ist, bleibt ihr nichts anderes übrig, als irgendwie mit ihm klarzukommen. Und ja, was mit Abigail und ihrer Tochter alles passiert und ob sie einen Neuanfang in Glenwood Falls schaffen und was mit Abigail und Jackson alles noch so passiert und was so alles da dahinter steht, das ist es im Endeffekt, worum es in Maybe This Time geht. Ich kann nur sagen, dass diese Geschichte für mich unter absolut süße, niedliche Liebesgeschichte fällt. Die Geschichte war wirklich ganz, ganz toll zu lesen. Ich habe diese Geschichte auch unglaublich schnell gelesen. Also ich habe sie an 2 Tagen gelesen. Ich habe abends angefangen und am nächsten Früh dann beendet. Also dieses Buch hat sich mega leicht lesen lassen. Und ja, es ist definitiv Kategorie absolut süße, niedliche Liebesgeschichte. Das ist so die perfekte Geschichte, wieder mal so für zwischendurch, zum Abschalten, wenn man was braucht. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich fand es toll zu sehen, wie Abigail sich entwickelt hat, wie sie wieder, sag ich mal, Fuß gefasst hat im Leben und wie sie halt auch versucht hat, sich in die Gesellschaft in Glenwood Falls wieder zu integrieren und gegenüber der Vorurteile, die diese Leute auch gegen sie haben, teilweise entgegenzutreten. Und auch gerade was die Sache mit Jackson betraf, fand ich die Entwicklung der Geschichte richtig, richtig cool. Und es hat ihr definitiv geholfen, dass man in diesem Buch aus der Sicht von Abigail und Jackson liest. Und man hat dadurch einen super Einblick auch auf Jackson bekommen und man hat quasi am Anfang gleich gemerkt, was eigentlich da dahinter steckt. Und man hat dann die ganze Zeit nur gedacht, oh mein Gott, was geht hier ab? Der arme, arme Kerl. Also ich kann nur sagen, dass der Verlauf der Geschichte, wie die Handlung mir sehr, sehr gut gefallen hat. Die Geschichte hat sich super entwickelt. Es ist immer was passiert. Es war nie langweilig zwischendurch. Also wir hatten keine Phasen, wo du sagst, so, es zieht sich. Also das gar nicht. Also die Geschichte hat sich immer entwickelt. Es war immer irgendwas los. Und ich fand auch gerade zum Ende hin hat die Geschichte nochmal eine tolle Wendung genommen und ja, also was den Verlauf und die Handlung betraf, hat es mir sehr, sehr gut gefallen, kann ich mich absolut nicht beschweren, war eine super süße Geschichte. Was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass mir unsere beiden Hauptcharaktere, Abigail wie auch Jackson, sehr, sehr gut gefallen haben. Ich finde, die beiden haben super zu dieser Geschichte beigetragen, auf ihre ganz eigene Art und Weise und auch die Tochter
von Abigail Danny oder Dani oder wie auch immer man sie jetzt ausspricht. Die fand ich auch sehr, sehr gut als Nebencharakter, denn sie war auch sehr, sehr wichtig für die Geschichte, denn sie hat, wie gesagt, in bestimmten Situationen Dinge auch hervorgerufen und bestimmte Entscheidungen beeinflusst. Und das fand ich sehr, sehr gut, dass die Tochter da quasi in diese Geschichte so mit eingebunden war und nicht nur so am Rande so einfach jetzt halt da war. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Wir haben zwei super sympathische Hauptcharaktere, die beide so ihr Päckchen zu tragen haben, die beide so ihre Schwierigkeiten im Leben haben, die beide irgendwie mit dieser Situation jetzt klarkommen müssen. Dann haben wir, wie gesagt, noch Danny als Nebencharakter, die auch irgendwie mit dieser ganzen Situation klarkommen muss. Und auch die anderen Nebencharaktere wie Jacksons Familie und Jacksons Nichte, die in dieser Geschichte auch noch mit drin vorkommen, oder die Eltern von Abigail, die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also die haben alle super in die Geschichte gepasst, die haben alle super gut in die Rollen gepasst, die die Autorin auch für die Charaktere vorgesehen hatte. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren, hat alles super zusammengespielt. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier in Glenwood Falls in Colorado. Das ist ja, wie gesagt, eine Kleinstadt, eine kleine Gemeinde, und ich fand dieses Feeling beim Lesen hier, das ist wieder gut rübergekommen, dass es halt durch diese kleine Gemeinde auch eine gewisse Verbundenheit bei den Menschen untereinander gibt. Also jeder weiß so quasi über jeden Bescheid und jeder weiß so, was da so los ist, und die halten alle irgendwie zusammen, wenn es drauf ankommt. Und ich finde, das kam in diesem Buch super rüber und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Ansonsten, was das Setting betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Ich finde, man hätte zur Umgebung vielleicht noch ein, zwei Sätze mehr schreiben können. Denn man weiß, dass Abigail dann quasi in ein Haus zieht, was an einem See steht. Aber mehr weiß man halt auch nicht. Also ich finde, die Autorin hätte hier so ein bisschen noch, was diese Natur und diese Umgebung von Glenwood Falls betrifft, hätte sie hier ruhig noch ein bisschen mehr ins Detail gehen können, um einem das Ganze einfach noch ein bisschen besser vor Augen zu führen. Aber es war im Großen und Ganzen was okay, so wie es ist. Es ist ein schönes Setting, es ist eine tolle Stadt, es ist eine tolle Gemeinde. Und ja, was das betrifft, hat es mir auch gut gefallen. Kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Was den Schreibstil von Jennifer Snow betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Es ist ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil. Wir haben hier witzige Elemente in der Geschichte. Wir haben romantische Elemente in der Geschichte. Wir haben natürlich auch die kitschigen, total überzogenen Elemente in der Geschichte. Und ich finde, die Mischung, die Jennifer Snow hier in diese Geschichte reingebracht hat, finde ich super. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Wie gesagt, ich habe diese Geschichte unglaublich schnell gelesen. Ich bin super fix durch diese Geschichte durchgekommen. Und ja, ich fand die Geschichte einfach toll und der Schreibstil hat super zu der Geschichte gepasst, und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass Maybe This Time, wie gesagt, eine absolut süße, niedliche Liebesgeschichte ist, die man super so für zwischendurch mitlesen kann. Ich freue mich auf den zweiten Teil, da geht es dann um den Bruder von Jackson, und im dritten Teil geht es dann um den anderen Bruder von Jackson. Und ja, die Reihenbezeichnung ist die Colorado Ice-Reihe, glaube ich, war das. Und nur so für euch, just for info. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass es eine wirklich super süße, niedliche Liebesgeschichte für zwischendurch ist. Schaut sie euch an, wenn ihr solche Geschichten mögt. Ich finde sie super und ja, kann euch, was das betrifft, dieses Buch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Das war meine Buchvorstellung zu Maybe This Time, und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.